Bewegungsstörungen werden am Kinderzentrum oft durch ein Setting aus basalen und additiven Therapien behandelt. Das sogenannte SEMG-Biofeedback ist eine zusätzliche Möglichkeit, gezielt Muskeln zu stärken. An die zu trainierenden Muskelpartien werden Sensoren geklebt, die bei Aktivierung des Muskels Signale an einen Empfänger senden. Eine spezielle Software wandelt die Signale grafisch und akustisch um. Ja, streck in den Ellbogen. Ja, super! Muskelaktivität ergibt Applaus, Musik und Kurven. Im stationären Rahmen haben wir 10 Therapieeinheiten innerhalb von 2 Wochen. Das heißt eine tägliche Therapie von 1 Stunde. Dadurch habe ich den wiederholten Trainingserfolg in einer engen Marge. Wenn ich das im ambulanten Bereich sehe, wo wir nur einmal oder zweimal in der Woche Therapie anbieten, ist dieser Erfolg nicht so groß. Also wir sehen, dass die Kinder anders greifen können. Jetzt zum Beispiel bei der Jule, dass sich die Hand anders entfaltet. Bei den Kindern, die im Gang Probleme haben, sehen wir, dass sie vom Gehen her größere Schrittlängen haben, dass sie längere stehen können auf einem Bein zum Beispiel oder dass sich die Haltung verändert, dass die sich korrigiert. Feedback für motorische Aktivität kann der PC auch als Trickfilm geben. Erhöhte Übungsbereitschaft ist die Folge. Der Motivationsfaktor über die Musik, über diese grafische Darstellung und auch über das Video ist immens hoch und dadurch machen die Kinder wirklich viel mit und powern sich so richtig aus. Wir gehen immer an die körperliche Grenze, um auch den Erfolg zu haben. Normalerweise sind die Eltern dabei. Wir geben den Eltern für zu Hause ein Hausaufgabenprogramm, damit sie zu Hause die Therapie unterstützen können und auch nach einem stationären Aufenthalt bestimmte Therapiesequenzen wiederholt werden können. Bei einigen Eltern, wenn die das nicht so unterstützen, merke ich, dass die Motivation der Kinder nicht so hoch ist. Auch abwechslungsreiche Übungen steigern die Aufmerksamkeit. Die Wirksamkeit der Methode wird regelmäßig überprüft. Genau, super. Und daneben stellen. Und nochmal. Die Evaluation im Biofeedback ist einmal direkt durch die Videoanalyse. Bei gehenden Kindern haben wir vorher und nachher immer eine Ganganalyse, die wir im Hause auch etabliert haben. Bei den handmotorischen Kindern gibt es ein Handmotoriklabor im Haus. Applaus! Mensch, Jule, du bist spitze! Gib mir Fall! Ja!